Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu den Ranked-Kämpfen im Doppelkampfformat. Wir treten heute an mit diesem Team. Okay, Rex bringt hier mit auch ein Vashak Vil, ein Pampros, ein Pescragon, ein Akani. Olangar, ja. Olangar. Okay. Boah, das ist nicht leicht jetzt. Take my energy, du packst es. Meinst du, du schaffst noch die Meisterballklasse? Ich glaube in dieser Season nicht mehr, dafür ist zu wenig Zeit. Denke ich. Ich würde gerne, denke ich, Olangar haben. Wobei ich dann, wenn ich Porygon dann noch nehme, dann kann der auf Standpauke gehen. Ansonsten kriegt der einen Bedroher raus. Ah, alles nicht geil. Alles nicht geil. Primarin? Primarin könnte nice sein. Ah, wobei Olangar schneller ist als Primarin. Also sein Olangar. Das heißt, ich muss, glaube ich, für Inteleon. Nein. Ich glaube, ich muss für Machomai gehen. Um sein, Pescragon irgendwie besser handeln zu können. Ich glaube, Inteleon sieht hier echt nice aus. Und Primarin. Ja, ich denke, die sehen ganz nett aus gegen ihn. Wobei ich mit dem Lead vielleicht nicht super zufrieden bin. Akani, Pescragon. Kurz notieren. Pescragon. Olangar. Hatte er. Was hatte er noch? Akani, Pescragon, Olangar. Mehr weiß ich gerade nicht mehr. Muss ich gleich nochmal gucken. Okay. Grimmsnarl und Duraludon. Okay, Duraludon also als Lead. Duraludon sieht für mich auch sehr nach Dynamax aus. Das heißt, wir könnten auch den wegtricken. Könnten wir probieren. Schauen wir mal. Was hat er noch? Pampros und Vashak Vil, ja. Pampros und Vashak Vil. Okay. Ist jetzt die Frage, ob ich tricken will. Ich hatte eigentlich vor, Olangar vielleicht rauszutricken. Weil mein Olangar wahrscheinlich schneller ist. Und mein Machomai nur einen Punkt langsamer als mein Olangar ist. Aber ich denke, wir tricken auf den. Und brauchen aber leider den Patronenhieb. Schauen wir mal. Ey, Dynamax. Ja, Dynamax Duraludon, oder? Es kann doch nicht schon wieder funktionieren. Wie gut ist denn das? Warum funktioniert es denn heute so gut? In diesem Stream. Ist es Duraludon? Es ist Duraludon und der Junge ist weg, Leute. Außer Mogelieb kommt. Oh, noch nicht zu früh, Freunde. Olangar kann Mogelieb. Ich glaube, spielt man nicht so häufig, aber der könnte Mogelieb. Nein! Nein! Oh, so früh gefreut. Das ist schlecht. Das ist, gelinde gesagt. Die gute Gelinde. Schlecht. Weil der Patroni bringt jetzt natürlich nicht sehr viel. Logischerweise. Ah, ja, da muss ich aufpassen. Da muss ich aufpassen. Wie gut tankt Primarin das? Ah, gerade so mit 50%. Also, was heißt gerade so mit 50%? Der stirbt halt jetzt. Durch den nächsten Hit. Ich habe leider keinen Protect drauf. Auf dem Jungen. Weil es eine AV ist. Aber die AV bringt irgendwie nichts. Habe ich so das Gefühl immer. Ich könnte natürlich hier mit Dynamaxen. I don't know. Auf wen er jetzt gehen wird, so weiß ich halt nicht. Warum Dynamax ich eigentlich nicht? Ich wollte eigentlich Dynamaxen. Oh Mann. Ich glaube, jetzt ist halt. Wenn der jetzt noch auf Machomai geht, ist glaube ich over. Aber es geht auf Primarin, okay. Ja, aber ich hätte trotzdem Dynamaxen müssen gerade. Weil jetzt kriege ich einen Verteidigungsdrop rein. Was mega dumm ist. Ich,
Ja, der ist auf plus 4 jetzt. Also so gesehen, plus 2 und Reflektor. Da macht mein Nahkampf jetzt auch nicht mehr so viel. Da hätte ich Dynamaxen müssen, um für den Crit zu gehen. Die Crit-Chance zu erhöhen. Das war halt echt scheiße. Das war halt echt scheiße. Ja, generell, Leute, ne? Ihr könnt immer sehr gerne witzige Szenen klippen. Ausrufezeichen Clip gibt's als Comment dafür. Und dann könnt ihr das gerne mal auf dem Discord zum Beispiel posten. So. Ja, jetzt ist halt die Frage, Inteleon mit dem Eisstrahl hat halt eine kleine, geringe Crit-Chance. That's the thing. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist verloren, glaube ich. Das ist leider verloren, denke ich. Okay. Ich werde jetzt noch für den Präzisionsschuss gegen Olangar, denke ich, gehen und hier eine Runde protecten, weil ich glaube, der wird Machomai eher als Ziel haben. Oder ich könnte Diner protecten. Ich glaube, Diner protecten könnte vielleicht sogar der Play sein. Das war nicht so gut gespielt gerade von mir. Das war weder... Nee. Ich darf das gegen Olangar nicht machen mit dem Tricken, weil Mogelhieb kommen kann. Ich darf das generell gegen Mogelhieb-User nicht machen. Also wenn ich das mache, dann muss ich mir dem Risiko sehr, sehr bewusst sein. Und das war ich gerade leider zu spät. Da habe ich halt mit Screens oder sowas gerechnet. Die ja natürlich auch drauf sind, aber er hat leider auch den Mogelhieb. Und das ist natürlich ein Problem. Okay, ob jetzt Machomai Dynamaxen der richtige Plan ist, weiß ich natürlich auch nicht. Aber das wird sich zeigen. Wir können auf jeden Fall einmal den Angriff komplett abfangen. Das bedeutet, wenn Duraludon jetzt auf Machomai gehen sollte, und das könnte ich mir vorstellen, dann hätte der damit eine Nullrunde. Und unser Präzisionsschuss hat 50% Crit-Chance. Also selbst wenn da jetzt ein Lichtschild kommt, wäre das fein. Und es kommt ein Lichtschild. Wir haben die 50%ige Chance zu critten. Und das wird eine Menge Schaden gegen Olangar machen. Komm, bitte, Inteleon. Komm, hol uns ein bisschen zurück. Bring uns zurück ins Match. Please. Nope, kein Crit. Und deine Würm auf Machomai aber. Okay. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Jetzt könnte ich für den Eistrahl-Crit gehen. Könnte aber ehrlich gesagt auch einmal für Protect hier gehen gerade. Und mit Machomai mir einmal Crit holen. Und dann crittet Inteleon nämlich 100%ig mit Präzisionsschuss. Hoffen wir, dass das so ein bisschen der Play ist gerade. So, Drachenpuls wird viel Schaden machen, weil wir auf minus 1 leider Gottes sind. Aber wir nehmen zumindest Duraludon raus. Und auf Inteleon Crit zu haben, ist mega gut. Weil Inteleon mit Crit, mit höherer Crit-Chance, ist ein Biest. Durch Superschütze. Und der kann für uns vielleicht das Game nochmal ein bisschen retten. Ich glaube, Olangar bei ihm... Wir haben jetzt beide Screens gesehen und Mogelhieb, ne? Was ist der letzte Angriff? Seelenbruch. Okay, nimmt Machomai raus, was glaube ich okay ist, weil Machomai eh slower ist als alles andere. Es sollte in Ordnung sein. Und Seelenbruch, ja, okay. Ach ja, Olangar haben wir noch. Ja, das ist okay, weil Olangar jetzt Inteleon supporten kann. Das könnte sogar okay sein, Dracovish. Der ist natürlich schwierig, weil unser Eistrahl jetzt nicht unbedingt one-shotten wird. So, aber wir haben eine 50%ige Eistrahl-Crit-Chance jetzt. Und genau das werden wir jetzt usen. Und wir holen den Reflektor raus. Oder ich könnte den auch tricken. Falls er schneller ist. Aber ich glaube, das kann ich dann immer noch danach machen. Ja, wir gehen erstmal für den Reflektor. Den brauchen wir gerade in der Situation. Ich glaube nicht, dass Inteleon das noch holen kann. Der muss jetzt critten halt. Ohne Crits kommen wir hier nicht weiter. Und wir kriegen den Crit nicht. Wieder keine 50% Chance. Kimbis auf Olangar? Nee, auf den. Ja, okay. Und Seelenbruch auch auf Inteleon wahrscheinlich. Nee, auf Olangar. Das ist super gut. Das ist super gut. Weil den Spezialangriffsdrop will ich eigentlich nicht haben. So. Ja, wir müssen nochmal für Eistrahl auf den gehen. Und dieses Mal trick ich den, weil dann macht Kimbis noch weniger. Dann holen wir uns das Wahlband, ne? Das könnte gut sein. Oder will ich den tief schlagen? Könnte den auch tief schlagen, ehrlich gesagt. Aber nee, dann kriegt Inteleon nochmal Schaden ab. Nee, wir tricken. Wir nehmen dem das Item weg. Den Scarf.
Dann ist der nämlich langsamer als Inteleon und macht nur noch die Hälfte an Damage. Das sollte passen. Warte, der hat Wahlband gehabt. War ich eben schon schneller? Dann war es ein Missplay von mir. Aber wir kriegen den Crit. Sehr gut, 50%iger Crit. Da ist er. Und ich sag, Inteleon, absolutes Biest mit den Crits. So, jetzt bitte geh auf mich. Bitte geh auf Ulan-Garr nochmal. Ja, tanken wir noch einen? Oh, nice, mit 2 KP noch. Und wir haben jetzt Wahlband-Tiefschlag, okay? Wir haben jetzt einen Wahlband-Tiefschlag. Und Präzisionsschuss crittet 100%ig. Das heißt, damit können wir Ulan-Garr safe rausnehmen. So, und der Junge kommt. Boah. Ein Präzisionsschuss killen. Oder brauche ich den 50% Eisstrahl-Crit? Das Ding ist halt gerade, der könnte halt Wahlschall sein. Das heißt, ich würde, glaube ich, gerne mit Ulan-Garr... wobei... Wartet mal, ich könnte auch... Protecten. Wie lange habe ich noch meinen Reflektor? 3 Runden. Okay, passt auf. Ich mache folgendes. Ich protecte, ich weiß nicht, ob es der Play ist. Und gehe für Tiefschlag auf Vashaqwil, um den anzudamagen. Und dann müsste Inteleon mit 2-mal Präzisionsschuss alles killen können. Come on, come on, come on. Oh, er protected auch hier. Okay, dann ist es, ja, nicht optimal. Bringt uns leider nicht wirklich voran. Oh, absolute Nullrunde hier. Absolute Nullrunde. Na gut. Das, wir wissen jetzt aber, dass der Wahlschall ist. Und das ist wichtig. Weil jetzt gehe ich auf Präzisionsschuss gegen den. Auf Tiefschlag gegen den. Einen Seelenbruch müssten wir von Grimmsnarl ziemlich sicher überleben können. Let's go. Und das müsste eigentlich killen. Das killt 100%ig. Präzisionsschuss böllert den zum Mond. Let's go. Es sei denn, der hat eine Offensivweste. Aber hat er nicht, weil er Schutzschild hat. So, okay. Jetzt muss Inteleon nur noch Ulan-Garr tanken. Der muss jetzt Ulan-Garr tanken. Seelenbruch auf. Inteleon. Ja, Spezialangriffsjob. Scheißegal, weil wir mit Crits das ignorieren. So, Bruder. Und jetzt ist dein Zeitpunkt gekommen. Jetzt ist dein Zeitpunkt für den Präzisionsschuss gekommen. Und wir gehen hier auf Tiefschlag. Deck hat, glaube ich, keinen Tiefschlag. Wir haben alle Moves, glaube ich, gesehen. Er hat... Ah, ne, ist unser. Okay. Kriegen wir hier im Wahlband Tiefschlag nochmal rauf. Und hier Präzisionsschuss. Das muss jetzt killen. Es umgeht Lichtschild. Es umgeht unseren Drop. Let's go! Nein! Oh mein Gott, was? Aber ich glaube, wir können immer noch gewinnen. Oh mein Gott, was? Crit ignoriert auch eigene Drops. Ja, aber wir haben Tiefschlag und er nicht, oder? Das heißt, wir gewinnen trotzdem. Ist das fehlgeschlagen? Ja, er geht auf Lichtschild. Ja gut, er kann meinen Tiefschlag jetzt stallen. Dann wird es ein Unentschieden. Wobei ich glaube, das wird dann für mich gezählt. Weil ich ja auf Verzweifler gleich gehen muss. Uff. Aber ich glaube, mein Ulan-Garr ist schneller. Hoffe ich. Darauf kommt es ein bisschen an. Also ich glaube, es wird ein Unentschieden. Aber wenn ich schneller bin, dürfte ich gewinnen, denke ich. Also wir gehen beide down, aber ich glaube, es zählt für mich. Ich kann nichts mehr. Ich kann meinen Move ja nicht mehr wechseln, weil ich gewahlt bin. Sonst würde ich es machen. Aber er wird so oder so nicht angreifen. Es sei denn, er hat die Tiefschläge mitgezählt. Jetzt bin ich gespannt, wie das gewertet wird. So oder so, nice. Nices Match. Absolut nices Match. Beide gehen down. Er ist auf jeden Fall zuerst gedroppt und es zählt als, ich, als Sieg. Ja. Oh mein Gott. Woohoo. Oh, was ist das für ein Match gewesen? Junge! 0-0, Sieg für uns. Das Team hatten wir gerade eben schon. Und da sind wir sehr gut gefahren gegen. Mit Porygon auf unserer Seite. Und was war das? Womit haben wir noch geleadet?
Wir haben Dings weggeballert, Pipi weggeballert. Womit haben wir denn noch geleadet? Olangar, ne? Olangar, klar, für die Screens, ja. Und dann Piaro noch mitgenommen, genau. Yes. Und dann, mehr haben wir nicht gebraucht dagegen. Aber ich sage, Inteleon sieht dagegen noch sehr prickelnd aus. Genau, da hatten wir den Misplay, glaube ich, noch, oder? Dass wir Primarine mitgenommen haben. Und da sage ich, sieht Inteleon eigentlich nicer grundsätzlich gegen aus. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, denke schon. Denke, das ist okay. Also Gengar, aber ist das derselbe? Wie eben? Gengar, Fiaro, Electragon, Pipi. Es ist auf jeden Fall dasselbe Team. Aber vielleicht ist das so ein gängiges Team. So ein Leihteam. Gengar, Fiaro, Electragon, Pipi am Vierer. Und was war noch? Weiß ich nicht mehr. So, ist es Pipi und Electragon als Lead? Ja. Ne, Pipi und Porygon Z. Ach, Porygon Z hat er auch noch. Okay. Porygon Z. Yes. Okay. Mhm. Ja, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall Dynamax, deiner Angriff auf den und wir gehen auf Lichtschild. Ja, Porygon tricken will ich, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube, ich würde lieber die Hits tanken wollen. Okay, immer diese Stream-Sniper. Trick und deinen Electragon rausgeschickt. Nee, Pipi hat ja Spotlight. Das haben wir nicht gemacht. Weil dann hätten wir Pipi rausschicken müssen. Genau, wir hatten nur überlegt, ob ich Trick gegen Pipi einsetzen will. Aber der deiner Angriff hat gekillt. So. Dann schauen wir mal. Müsste er eigentlich wieder killen gegen Pipi, oder? Pipi geht hier auch für... erstmal Dynamax, Porygon Z. Yep. Das Problem ist halt, das wird jetzt vielleicht so in diesem Tier ungefähr funktionieren, wo wir gegen dieses Team antreten. So wie wir spielen. Werden wir noch sehen, ob es dann funktioniert letztlich. Aber... irgendwann wird man bestimmt auch gegen wissen, wie man zu spielen hat. So, Spotlight kommt, genau. Also ist absolutes Déjà-vu gerade. Dann müsste jetzt deiner Angriff von uns kommen. Beziehungsweise vielleicht auch von ihm zuerst. Erstmal Lichtschild von uns, ja gut, klar. So, und jetzt sind die Dynamax-Pokémon dann auch mal an der Reihe. Und wir greifen zuerst an. Okay, das heißt, Pipi müsste jetzt hoffentlich sterben. Yep. Auch dieses Mal stirbt es. Das heißt, jetzt noch einen Innet-Drop für Porygon. Und dann könnte halt wieder Wahlschall-User reinkommen. Deswegen hoffe ich sehr, dass er auf Ulangar jetzt geht. Fluchtknopf triggert, dann gehen wir ihn wieder in Fiaro und wieder Erdanziehung raus. Und dann böllern wir das gegnerische Porygon weg. Aber vielleicht greift er auch unser Porygon an. Ja, macht er. Okay. Das ist grundsätzlich okay. Das ist grundsätzlich okay. Wenn auch nicht ganz optimal, weil wir jetzt natürlich langsamer sind. Und Fiaro jetzt reinkommen könnte, um den Rückenwind rauszuholen. Ja, jedes Pokémon in Erdanziehung trifft seine Moves dann mit Übereifer. Aber ein Vierer kommt rein. An der Spotlight kann der kann wahrscheinlich rechte Hand, oder? Ja, da ist jetzt gerade so ein bisschen das Problem. Wie kriegen wir unser... Wobei, wir sind im Speed-Tie, ne? Wait, wir sind im Speed-Tie, stimmt. Das heißt, ich muss, glaube ich, deiner Angriff... nicht irgendwas gerade machen. Ich weiß nicht, was am Vierer machen will. Bin ich ehrlich mit euch. Und Porygon nehme ich eh nicht raus. Das heißt, ich gehe vielleicht sogar auf am Vierer. Aber Porygon zu chippen wäre, glaube ich, auch gut. Ne, ich glaube, ich gehe schon auf Porygon und hier... Trick mit am Vierer? Keine Ahnung. Oh, er deine Wall, okay. Okay. Und am Vierer geht für Mogelhieb auf Olangar. Na gut, ist in Ordnung. Ist sogar gut. Das ist sogar ein guter Turn. Es ist sogar ein guter Turn für uns. Weil wir jetzt unser Fiaro reinbekommen und jetzt den Rückenwind rauskriegen. Yes, nehmen wir. Stimmt, der gute alte Mogelhieb, klar. Ja, dann holen wir jetzt Rückenwind raus. Und dann ist unser Porygon schneller. So, ist natürlich die Frage. Bringt mir das viel? Bringt mir das viel? Ein bisschen halt, ne? Ein bisschen. Oder ich baller am Vierer weg. Hat das ein Fokusgurt? Wahrscheinlich hat das ein Fokusgurt. Ich würde gerne auch mit Sturzflug attacken. Aber ich glaube nicht, dass das gerade der Play ist.
Weil wenn er mit seinem Porygon den Speed-Tie gewinnt, wäre das ein bisschen unlucky. Deswegen gewinne ich lieber safe den Speed-Tie, weil er jetzt seinen Porygon auch schon mal ordentlich an, dass der in der Range ist, wo dann Fiaro vielleicht finishen kann. Ja, macht echt richtig nicen Schaden. Killt leider nicht ganz. Ist sad, aber ist okay. Warte mal, warum hat er eigentlich so viel Schaden gegen uns gemacht? Wir hatten doch Lichtschild draußen, oder? Warum hat er so viel Schaden gegen uns gemacht? Matschbombe auf Fiaro wahrscheinlich, ne? Genau, das dachte ich mir schon, dass er den undamaged. Und deiner Angriff auf Porygon. Yes. Okay. Wie geht's jetzt weiter? Wir haben jetzt den Rückenwind draußen. Er noch nicht, aber er kann den mit seinem Fiaro rausholen. Aber er ist mit beiden Pokémon... Ah ne, Fiaro kommt ja jetzt eh nicht rein. Das heißt, wir können jetzt erstmal irgendwas reinbringen, was im Rückenwind ist. Beispielsweise Inteleon, right? Ja, und Inteleon bringen wir jetzt auch rein. Yes, 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 yes. So. Jetzt ist so die Frage. Beide sind langsamer als die beiden von uns. Das bedeutet, ich gehe jetzt, glaube ich, für Präzisionsschuss auf Amphira und für Sturzflug auf Porygon. Sehe ich nichts, was dagegen spricht. Außer, dass Amphira vielleicht einen Fokusgurt hat. Ja, aber Amphira zu fokussen ist, glaube ich, jetzt auch nicht so der Play. Aber eigentlich müssten wir ja noch Lichtschild draußen haben. Das heißt, Amphira sollte Inteleon nicht so viel machen können. Das sollte fein sein. So, Präzisionsschuss kommt. Ich gehe sehr stark von Fokusgurt jetzt mal aus. Nee, hat er nicht. Okay, das heißt, Amphira down und Porygon down. 50%iger Crit. Der dürfte sogar nicht mal gemattert haben. Ich denke, wir hätten auch so die Möglichkeit gehabt. So, Sturzflug kommt. Bam. Und dann hat er nur noch ein Pokémon, right? Und wir noch drei. Das sieht wieder sehr, sehr gut aus. Pibi ist weggeballert worden, Porygon ist weg und Amphira ist weg. Wen hat er noch mit dabei zuletzt? Electragon maybe noch? Ich nicht weiß. Also ich weiß nicht, ich fühle dieses Team. Also Electragon, Pibi, Porygon, Z und Fiaro, die vier fühle ich mega. Aber so Amphira und Gengar dazwischen, weiß ich nicht genau, was die sollen. Aber es kommt Gengar. Ja, aber das ist fine for me, weil ich glaube, den böller ich jetzt um. So, ich gehe jetzt für Präzisionsschuss, ich gehe jetzt für Sturzflug und dann gute Nacht, Gengar. Weil der ist langsamer. Weil wir Rückenwind draußen haben. Selbst wenn der Wahlschall ist. Ja. Und damit gewinnen wir das nächste Match. Sehr nice. Sehr gut. Siegesserie existiert. So. Wulaosu Gelatwino Troppo? Gelatroppo, glaube ich, heißt es, oder? Zwicklo, Prihornia, Moruda und Urfnir. Okay. Mogelhieb-User sehe ich nicht. Prihornia natürlich super gefährliches Pokémon. Aber grundsätzlich könnte man Zwirklub wieder raustricken und mit irgendwas richtig guten Schaden machen. Inteleon dann einfach mit dem Präzisionsschuss. Zum Beispiel. Oder man nimmt Primarine, weil Primarine könnte auch die anderen beiden, also Rihornia und Wulaosu gut unter Druck setzen mit den Multi-Attacken und gleichzeitig Zwirklub treffen. Deswegen sehe ich den, glaube ich, auch als guten Lead an. Und dann wäre gegen Urfnir. Ja, Porygon sehe ich nur so bedingt, weil Rihornio da ist. Inteleon sehe ich als echt gar nicht so scheiße an. Will ich dann vielleicht noch Fiaro und Inteleon mitnehmen? Ich glaube, die würde ich durchaus fühlen. Dann fehlen so unsere, also mit Machomai und Porygon zwar so Damage-Dealer. Aber wir könnten Inteleon mal G-Maxen, wobei das eigentlich auch nicht so der Play ist. Beziehungsweise Dynamaxen. Ja, ich weiß gar nicht, womit wir dann Dynamaxen wollen, ehrlich gesagt. Aber ich fühle, glaube ich, die vier Mons gerade am meisten. Twino heißt er. Twins, also Twino. Aber wie komme ich denn auf Gelatroppo? Ist das der englische Name? Bin mir da gar nicht mehr sicher. Denk an Bizarro, Schwächenschutz, Felskern, Rihornia. True mit Dampfwalze, ne? Spielt man das ja sehr gerne. So, wir sehen Urfnir tatsächlich. Okay, vielleicht will er dann den Rückenwind droppen. Das könnte ich mir vorstellen. Dass da jetzt ein Rückenwind kommt. Schnüffler, er schnüffelt den Fluchtknopf. Ja, gut. Schwierig jetzt. Schwierig jetzt. Ich glaube, den will ich dann aber auch nicht triggern. Sondern gehe jetzt für Reflektor. Und für... Ja, für Schallwelle oder für Zauberschein?
Ich denke sogar für Zauberschein eher, weil ich glaube, dass Rihorn ja fast protecten wird erstmal. Wobei, der kriegt der Rückenwind erst raus, ne? Dann protectet der vielleicht auch nicht. Dann gehe ich, denke ich, für Schallwelle. Ja, wobei Schallwelle gedingst ist, ne? Gemixt ist. Ich könnte auch Dynamaxen und deiner Flora darauf ballern, aber tankt er das vielleicht sogar? Vielleicht tankt er das. Wir haben halt leider nur die Schallwelle, die zu einem Wassermove wird. Ich gehe für Zauberschein. Ich hoffe, es ist noch durchgekommen. Ich hoffe, es ist noch durchgekommen. Ist immer so ein bisschen kritisch in Schwertschild. Ja. Er Dynamaxed. Aber er muss sich ja eigentlich bewusst sein, dass ich theoretisch den wieder rausforcen könnte. Dynamax-Mons kann man, glaube ich, nicht zugaben. Nee. Er Dynamaxed Urafnir. Oh, this is interesting. Ja gut, damit kann er sich natürlich auch einen Speedboost holen, ne? Okay. So, Reflektor kommt. Weiß ich jetzt nicht, ob so der beste Play jetzt gerade von mir war. Deine Düse auf. Brimsnarl. Okay, der tankt aber einen Hit. Was erstmal grundsätzlich gut ist, aber wir haben halt Fluchtknopf, der jetzt direkt getriggert wird, ne? Jetzt ist natürlich die Frage, will ich da jetzt was in Rihornia reinwerfen? Ah, schwierig. Beziehungsweise, was will ich da reinwerfen? Das ist so mehr die Frage. Aber ich habe einen Reflektor draußen. Das heißt, eventuell Inteleon. Aber Inteleon könnte dann umgeklatscht werden vom Urafnir, vom gegnerischen. Aber ich habe Schutzschild, ne? Boah, ich glaube, ich gehe in Inteleon. Aber das, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob das gerade die besten Plays waren. Erdbeben kommt, ja, okay. Trifft beide dann. Boah, Crit gegen Inteleon, oder? War kein Crit. Holy Macaroni. Das war kein Crit. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich denke, ich werde protecten. Hier mit G-Maxen. Mit deiner Zauber den Fokussen. Und hoffen, dass er nur mit Rihornio Inteleon rausnehmen will. Und mit Urafnir auf unser Primarien geht. Der ist halt safe banded. Das kann sehr, sehr gut sein, ja. Eieieiei. Aber, boah, holy shit, hat der reingeböllert. Ah, ich glaube, das wird schwierig. Ich glaube, das wird schwierig noch zu drehen. Aber wir geben unser Bestes. Wir tryen unser Bestes. So, Inteleon Schutzschild vor dem Erdbeben. Auf wen geht Urafnir? Auf Primarien, ne? Komm. Ja, okay. Macht auch okay einen Schaden, gibt vor allem nochmal einen Init-Boost und vor allem Primarien. Wird jetzt durchs Erdbeben auch echt nochmal gut Damage kriegen. Das ist so das Ding. Erdbeben kommt, yes. Der Junge kann das abwehren. Auf den hat es keine Wirkung und Primarien bekommt. Ja, über 50% auf jeden Fall von dem, was es gerade hatte. So, der ist tot wahrscheinlich, ne? Der ist tot, ja. Aber Rihornia hat jetzt leider einen Speed-Boost-Intus. Was ungünstig ist. Weil der damit potenziell schneller sein könnte als Inteleon. Das ist halt die Frage. Ist der jetzt schneller als Inteleon? Weil wenn nicht, dann kann ich den einfach wegbomben. Aber das weiß ich nicht. Und ich habe da, glaube ich, auch keine Möglichkeit, das rauszufinden. Außer ich switche Inteleon raus. Lass Primarien sterben. Fiaro wehrt das Erdbeben ab. Und Fiaro holt dann den Rückenwind für Inteleon raus und dann outspeedet Inteleon. Bin relativ sicher, dass der schneller ist. Wenn der Fullspeed spielt, ja. Man muss aber bedenken, dass der auch Bizarro-Raum mit dabei hat, ne? Deswegen schwierig. Das ist schwierig. Geht er jetzt allerdings auf Erdbeben, habe ich verloren. Muss mal kurz im Kopf durchgehen. Ist es ein Play?
mit Inteleon rauszugehen. Dann kommt Fiaro rein. Hat Moruda, ne? Auf wen geht Moruda? Ist egal, auf wen Moruda geht, weil Rihonio schneller ist, nimmt das eine raus, dann geht der Angriff auf jeden Fall auf Fiaro. Probier's einfach. Ich probier's einfach. Wir werden eh keinen Angriff rausbekommen. Oh, Moruda protected. Das ist super gut. Das ist super gut. Das ist echt gut. Okay. Problem ist jetzt nur folgendes, dass Inteleon halt durch Moruda stirbt, ne? Und dann wäre Fiaro gegen Moruda und das letzte Pokémon. Das ist schwierig. Bei Inteleon... Wait. Inteleon kann jetzt protecten. Wenn wir davon ausgehen, dass er Wahlband ist, kann Inteleon jetzt protecten. Und ich kann mit Sturzflug Moruda rausnehmen. Versuchen zumindest. Weil wenn ich jetzt Rückenwind droppe, stirbt entweder Inteleon oder Fiaro. So habe ich die Chance, nochmal zu überleben. Komm schon. Du bist langsamer, ist ein bekanntes Team. Was auf Platz 1 gekommen ist diese Season. Okay. Könnte sein, ja. Leone trifft Fiaro eh nicht. Genau, genau. Aber ich weiß nicht, ob ich Moruda killen kann. Das ist jetzt natürlich so die Frage. Ich glaube, noch ist es nicht verloren, aber es wird schwer. So, wir protecten. Sturzflug kommt. Bitte kill. Hackattack. Let's go. Aber Moruda ist bulky. Aber es killt. Okay. Und wenn der jetzt wirklich gebandet ist, dann geht das Erdbeben ins Leere. Ja. Okay. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Es steht 2-2. Es steht 2-2. Ich weiß nicht, was der noch haben kann. Ich habe es mir leider dieses Mal nicht aufgeschrieben. Hat der Zwirrklub vielleicht noch? Ja. Hat er. Okay. Zwirrklub müssten wir zu zweit finishen können. Jetzt ist natürlich nur die Frage, ist Fiaro überhaupt Fiaro ist ja sogar langsamer als Inteleon. Wir haben ja jetzt keinen Prio mehr auf Rückenwind. Ich glaube trotzdem, dass das mal... Wir haben Olangar noch. Wir haben Olangar noch. Das wusste ich ja gar nicht mehr. Das rettet ja alles gerade. Holy shit, Olangar. Wie sneaky warst du denn unterwegs? Ja, dann Inteleon wieder raus. Olangar rein. So, dieses Rihonio können wir ignorieren erstmal. Zumindest mit Fiaro. Das heißt, wir kriegen jetzt einen Rückenwind. Ah ja, aber wenn er jetzt wieder rum für Bizarro rumgeht, dann outplayt er mich natürlich hardcore, ne? Aber warum sollte er das machen, wenn Rihonio gerade der schnellste Mon auf seinem Feld ist? Es sei denn, er riecht den Rückenwind halt, ne? Wenn jetzt der Trick Room kommt, dann schwierig. Aber dann ist... dann ist echt schwierig. Mal schauen, kommt der Bizarro Raum? Nee, Nachtnebel, ja. Okay, ich konnte mir auch gerade nicht vorstellen, dass der kommt. So, jetzt ist der Rückenwind draußen. Oh mein Gott, holy shit. So. Olangar, einfach der Delegator. Ja, wie wir mit Inteleon immer nur reingehen, protecten, wieder rausgehen, was opfern, protecten. Let's go. So, jetzt müssen wir natürlich... Das wird aber trotzdem echt happig gegen Zwirrklub. Das wird echt happig. Wir gehen jetzt hier auf Sturzflug für den meisten Damage. Präzisionsschuss gegen den. Der kann nicht protecten, das heißt, er stirbt jetzt. Ich hätte vielleicht mit Fiaro protecten können, aber ich weiß nicht, ob das der Play ist. Wenn er auf Inteleon geht mit Zwirrklub, nicht unbedingt. Warum sollte der, wenn Rihonio auf plus 2 ist, auf Trick Room gehen? Weil er den Rückenwind predicten kann. Wie du siehst. Das wäre jetzt gut gewesen für ihn. So, und Sturzflug macht wie viel? Shit. Wenn er jetzt Inteleon mit Nachtnebel rausnimmt. Er geht auf Fiaro. Oh, das ist sein Lose, denke ich. Also, ich glaube, dass Inteleon mit einem Präzisionsschuss mehr Schaden machen kann als... als Fiaro, oh mein Gott. Aber safer Kill ist es nicht.
Aber 50% Crit-Chance. 50% Crit-Chance. Komm schon, Inteleon, please. 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 Kein Crit. Boah, ultra intensiver Kampf. Eieieiei. Der war nice, Mann. Der war echt nice. Ich denke, wir haben uns aus einem Rückstand richtig gut rausgespielt noch.